Hauer, was die Langstreckenläufer hier gezeigt haben. Aber ist nun mal so, es wird über 3000 Meter gelaufen. Warum können wir dann vielleicht noch ein Wort drüber verlieren? Wir wollen aber festhalten, dass wir hier drei Olympiasieger am Start haben. Das erlebt man auch nicht alle Tage. Zum einen Selemon Barega, Olympiasieger über 10.000 Meter in Tokio. Dann Jakob Ingebrigtsen, eingeladen worden, obwohl er nie ein 5.000 oder 3.000 Meter Rennen in dieser Saison auf Diamond League Niveau gelaufen ist, aber Ehre, wem Ehre gebührt. Er ist der Olympiasieger über die 1500 Meter und natürlich auch der Weltmeister auf den 5000 Metern. Der zweite Olympiasieger hier also am Start. Grant Fisher ist zurück, nachdem er die WM verpasst hat. Bin ich sehr gespannt. Er sagt, das hier, das sind meine Weltmeisterschaften in diesem letzten Finalrennen. McSwain eigentlich als Tempomacher eingetragen. Grijalva, der schnelle Mann aus Guatemala, der in den USA lebt. Bekele und Kejelcha, das sind so Männer, die daneben in die ewigen Top 10 reingelaufen sind in diesem Jahr. Und jetzt habe ich Ihnen doch drei Olympiasieger versprochen, aber es sind nur zwei da. Also, was sage ich denn? Ja, ich bin selbst überrascht. Joshua Cheptegei steht also nicht am Start, aber ja, wäre der dritte Olympiasieger gewesen, der Olympiasieger über die 5000 Meter. Glaube, können wir wegstecken. Ist auch so ein hochkarätiges Feld mit Ingebrigtsen, der, nicht vergessen, keine 24 Stunden, nachdem er den Meilenweltrekord um eine halbe Sekunde knapp verpasst hat, hier bereits wieder auf der Bahn steht. 3000 Meter kommt ihm natürlich schon ein bisschen gelegen, dass es hier nicht über die 5000 Meter geht. Könnte ein Grund sein vielleicht, dass da die Organisatoren gesagt haben, hey, wir wollen Ingebrigtsen dabei haben. Ist halt immer auch eine coole Affiche, Ingebrigtsen gegen die Afrikaner. Und deshalb, ja, machen wir den Kompromiss und lassen die Athleten auf den 3000 Metern starten. Und Jakob Ingebrigtsen, der hat ja einige Rekorde aufgestellt. Wir erinnern uns an den 2000 Meter Weltrekord in Brüssel. Und dann hat er auch noch eine ewige Weltbestleistung aufgestellt auf den 2 Meilen. Das ist ja ein bisschen mehr als 3000 Meter, also 3200 Ungrad. Und auch da ist er so schnell gelaufen wie noch nie ein Mensch vor ihm. Und drum sind wir nicht nur gespannt, ob er hier wirklich erneut die Diamond League Trophäe gewinnt innerhalb von 24 Stunden zum zweiten Mal, sondern auch in welcher Zeit das Ingebrigtsen das tut. Vorne ein Tempomacher engagiert mit Samuel Prackel. Der Amerikaner kommt auch von den 1500 Meter, also gewissermaßen ein Kumpane von Ingebrigtsen. Wobei Ingebrigtsen ja sagt, eigentlich läuft er so vom Tempo her lieber 2000 bis 5000 Meter. Das kommt ihm eher entgegen. Da kommt er eher in den Flow als auf den zuweilen etwas hastigen 1500 oder Meilenrennen, wie er es gestern gezeigt hat. Was wird für ein Tempo angeschlagen? Der erste Kilometer soll in 2 Minuten 30 absolviert werden. Und er ist in 2:27 absolviert worden. Also, da ist gehörig Tempo drin. Ich bin vor allem auch gespannt. Dürfen nicht vergessen, auch Jakob Ingebrigtsen ist am Ende ja ein Mensch. Also, da ist gestern über die Meile gelaufen. Wie gut er sich erholt hat. Also, das ist ein Mammutprogramm, das er sich hier aufgehalst hat. Das ist nicht nur ein Doppelstart bei einer WM, wo man vielleicht noch einen Freitag hat. Nein, nein, das ist volles Programm zum Saisonende. Und dann wird er geheiratet, nächste Woche in 6 Tagen. Also der Mann hat ordentlich Stress, kann sich aber auf seine Partnerin, auf Elisabeth verlassen, dass sie da alles managt. In 6 Tagen findet in Norwegen die Hochzeit statt. So seine Partnerin den will, hat er mit einem Augenzwinkern bei der Pressekonferenz gesagt. Also Ingebrigtsen zeigt, ich
bin zwar nur eingeladener Gast hier auf den 3000 Metern, aber ich will dieses Rennen gestalten. Bekele und Kejelca hinter ihm. Kejelca hat uns ja sehr gut gefallen bei Weltklasse Zürich. Da hat er glatt gewonnen. Im ersten Rennen nach der Weltmeisterschaft, wo der Äthiopier Fünfter geworden ist. Wobei das eben ganz ein anderes Rennen ist. Also hier sind gar keine Zweifel aufgekommen. Das hier, das ist ein Temporennen und nicht etwa ein Finalrennen. So, und jetzt ist der Jakob Ingebrigtsen also auf sich alleine gestellt. Und ich habe es angesprochen, er hat diese Weltbestleistung aufgestellt über die 2 Meilen, über die 3200 Meter gut. Und da hat es natürlich auch eine Zeit gegeben für die 3000 Meter. Und diese Zeit, die hat es in sich gehabt. Es war nämlich eine Zeit von 7:24 und der Weltrekord, der liegt bei 7:20. Also nur 4 Sekunden hat er da auf den Weltrekord, auf die 3000 Meter Marke eingebüßt, musste aber noch über 200 Meter weitergehen. Also, wer weiß, der hat das schon in den Beinen, Ingebrigtsen. Durchgangszeit angepeilt bei 2 Kilometer, 5 Minuten. In Paris bei seinem Rekordlauf auf den 2 Meilen, da waren es 4:57. Und hier sind es 4:59. Also es ist ein ähnlich schnelles Rennen wie zuletzt in Paris. Grundsätzlich alles noch offen. Und in erster Linie ist es ja doch ein Finalrennen. Es geht um die Diamond League-Trophäe. Grant Fisher, der Amerikaner, der nicht zur WM hat fahren dürfen, läuft hier auf Position 4. Auch er weiterhin mit dabei in der Spitzengruppe. Ganz am Ende ist es Stuart McSwain, der als Tempomacher aufgeführt war, aber hier alles andere als Tempo macht. Der geht hier das horrende Tempo mit, das Jakob Ingebrigtsen anschlägt. Aregawi auf Position 6, unmittelbar vor Grijalva mit dem wehenden Haar. Aregawi, dürfen wir nicht vergessen, das ist der schnellste 5000-Meter-Läufer in diesem Jahr. Ist in der ewigen Bestenliste auf Position 5 vorgestoßen mit einem super 5000er bei der Atletissima in Lausanne. So, Jakob Ingebrigtsen greift hier an. Letzte Runde eingeläutet bei 6:29. Da ist der Weltrekord sehr schwer zu erreichen. Also es ist am Ende dann halben doch ein Rennen um die Diamond League Trophäe. Auch Jakob Ingebrigtsen zollt da seinem Programm Tribut. Und er wird herausgefordert, erbittert von Kejelca, der immer noch dran ist. Also jetzt machen Kejelca, Bekele und Barega die Äthiopierjagd auf Ingebrigtsen. Kejelca mit den frischeren Beinen natürlich. Der hatte gestern Pause. Und ist da immer noch dran. Ingebrigtsen lässt ihn aber nicht vorbei. Sagt sich, hey, das hier ist gewissermaßen mein Junggesellenabschied. Danach wird geheiratet. Ich will alles auf der Bahn lassen in meinem letzten Bahnrennen. Kejelca versucht noch einmal ranzukommen an Ingebrigtsen. Der Blick zurück von Ingebrigtsen. Ah, das hat ihn gekostet. Und Kejelca, das ist eine enge Kiste. Das will ich noch einmal sehen. Wer hier als erster über die Ziellinie gekommen ist. Ingebrigtsen oder Kejelca? Wow, was für ein packender Fight. 7:23, also eine horrend schnelle Schlussrunde, bis auf 3 Sekunden am Weltrekord ran. Und so sind es 7:23:63 und es ist dann eben doch wieder ein Rekordlauf für Jakob Ingebrigtsen. Ja, er zeigt es mit seiner Geste. Da bin ich. So ist es nun halt mit Ingebrigtsen auf der Bahn. 7:23:63. Somit ist er neu die Nummer 3 in der ewigen Bestenliste. In diesem Jahrtausend ist noch nie ein Mann so schnell gelaufen über die 3000 Meter wie dieser Jakob Ingebrigtsen, der Teufelskerl, der ja gestern noch ein Meilenrennen, das auch nicht langsam war, absolviert hat.
Und er ist die siebte Person, die bei der Diamond League ein Double schafft, also zwei Disziplinen im gleichen Jahr gewinnen kann. Das konnte man schon, bevor es noch keine klassischen Final-Meetings gab, wo man in einem Rennen hat gewinnen müssen. Noah Lyles hat das geschafft mit 100 und 200 Kammerliter Cheetah 2011, ebenfalls im Sprint, genauso wie Shelly-Ann Fraser-Pryce im Sprint, Alison Felix und Johnny Miller-Weber über die 2 und 400. Und eine Person hat es schon geschafft über die 1500 und 5000, das war Sifan Hassan 2019. Und schauen Sie mal diesen Finish an. Also ich meine, dieses Rennen hatte alles, was ein gutes Rennen auszeichnet. Einen packenden Finish, der Kampf Mann gegen Mann nach 3000 Metern und unheimlich schnelle Zeiten. Wir haben diverse Kontinentalrekorde, also auch Grant Fisher, der hier im Hintergrund auf Position 4 noch ist, hat sich auf Position 3 nach vorn gearbeitet, hinter den beiden, die sich vorne ein packendes Duell geliefert haben. Und dieser Grant Fisher läuft so schnell wie noch nie ein Amerikaner vor ihm. Und auch Yomif Keyelcha so schnell wie noch nie, der Äthiopier. Der verliert ja natürlich nur eine Hundertstelsekunde, eine zerquetschte Hundertstelsekunde auf Jakob Ingebrigtsen und ist somit ja der viertschnellste Mann aller Zeiten. Jakob Ingebrigtsen, also zweimal Europarekord zum Abschluss der Saison. Und dann bringt er ein schönes Geschenk fürs Hochzeitsfest mit nach Hause. Nicht nur eines, sondern ja gleich zwei. Könnte im Prinzip der Ehering sein, aber ist ein bisschen groß, der Diamant. Ein bisschen der hier drauf. Vielleicht kann man den irgendwie rauspickeln und den Ehering noch ein bisschen verzieren. Also Jakob Ingebrigtsen wird zurückfliegen. Und kein Scherz, er hat gesagt, ja, Junggesellenabschied, ich weiß nicht, ob meine Jungs da noch Zeit finden in dieser Woche. Am Samstag ist bereits die Hochzeit, also gut möglich, dass das hier in Eugene der Junggesellenabschied von Jakob Ingebrigtsen war. Und das würde ja irgendwie passen, denn man läuft nicht einfach solche Zeiten. Also er ist wirklich ein laufverrückter Mensch. Also ich mag mich erinnern, nach Oslo ist er mit uns in den Flieger gestiegen und ist gleich wieder ins Engadin hochgefahren, um dort weiter zu trainieren. Also er lässt keine Sekunde aus, um zu trainieren. Da macht auch seine